Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitsche. Wir sind hier noch bei Jahan, haben noch ein bisschen was gekauft, die Ja, Leute ausgerüstet. Haben noch wir nicht, haben nee, du hast noch, doch gar nicht ausgerüstet, wolltest du noch tun? ja, wir haben für Bestie, haben wir eine neue Einhandwaffe gekauft. Genau. Die ist doch deutlich besser. Mhm. Und Fehn wurde überschüttet. Ja. Dem haben wir, magischen, ja, den hier wollten wir austauschen. Dann kriegt er einen neuen Gürtel, neue Handschuhe und ein neues Amulett. Genau. Und für Petrella haben wir neue Handschuhe. Genau. So. Gut. Und wir sind Gut. immer noch ziemlich reich, wie man sieht. Ja. So, jetzt muss ich mich Komisch, mal in den Spielen sind wir immer so erstmal reich. Ich wieder meine, im wirklichen Leben sind wir einnorden. nicht so reich. Natürlich nicht. Aber im Ja. Spiel geht es immer viel einfacher, ne? Ja, im Spiel ist es einfach Obwohl, wir hatten ja mal mit einem leichter, Freund zusammen reich gespielt zu und werden. der saß immer im Im Schuldturm. Schuldturm. Während wir immer reicher wurden, Ja. saß der Ja, im war Schuldturm. doch etwas übermütig. Ja. Was ist hier? Ach, da ist der Lich. Ach, da ist der Lies. Wir sind ja schon fast da. Wer hätte das gedacht? Ich dachte, der wäre viel weiter weg. So. Wollte The der creature rubs irgendwas its von clattering uns? hands together. Man fragt mich mal, was leicht ist. My soul rests inside the reliquary. I need but a drop of your blood to open it. Na gut. Soll er kriegen. Oh, jetzt hatte ich ihn mal. I am me. I am the whole. I am Zash! Oh. Zack. Na? War das ein Dämon gerade? Wahrscheinlich. Auch wieder? Na und? Ein ketzerischer Altar. Ja, erstmal speichern. Ich meine, es hat auf jeden Fall viele Punkte gebracht. Und jetzt? Hä? Was war das? Es hat geknuspert und geknaspert. Aber was es ist, weiß ich Ja, nicht. aber ansonsten habe ich nichts gesehen. Ja, da ist so ein Ding hier, so eine Truhe. Was ist denn das da oben? Über dem Sarg, also auf dem Sarg drauf. Das hier, was ist das? Sein Versteck ist das. Siehst du, wolltest du dir das entgehen lassen? Metallreparatur. Verbündete in deiner Nähe regenerieren langsam physische Rüstung. Oh, kostet nur ein Punkt Ja. Diamant. Das ist was für den Prinzen. Ein schwarzer Schleier, Nekromant ist auch was für einen Prinzen, aber da muss er noch ein bisschen lernen. Oh, ja, nicht schlecht. Petrella, gib's weiter. Ja. Oh, es ist Feuerball. Ich bin ja Ich in glaube, der die sind die Tasche liegen da von oben. Feen. Oder da unten. Da, hier. Da. So. So, Für an wen ist das West, was? an Prinz Ja. geben und dieses auch an Prinz geben. So. Und wir wollten ja zu Eid, ne? So. Das ist Infizierung und das muss ich mir merken, ist Geistesfrieden. Das werden wir gleich mal machen. Das Buch für Eidne, was sie haben möchte. Ja, hier muss nämlich immer gucken. Auch Mann, das ist wirklich, das ist blöd gemacht. Nehmen wir den Prinz, dann sind wir erstmal in seiner Tasche. Kombinieren mit. Ja. Und dann fängst du an zu suchen. Das Wie heißt ist das da unten? wirklich Ist es nicht hier, gut oder? gemacht. Ganz rechts vielleicht?
In der vierten oder fünften Reihe? Nee, das ist ein Feuerzauber. Ach, so ein Feuerzauber, ja? Ja. Dann Feuerzauber. Ist es das rote in der Nein. dritten Nein. Reihe von unten. Geistesfrieden war es. Ah ja. Das ist ein Feuerzauber und der sieht so aus. Sieht ja gar nicht rot aus. Doch, hier ist doch ein Feuerzeichen drauf. Ja, ist klar. Das sieht doch aus Ach, wie stimmt. eine Flamme. Ja, recht hast du. Hab ich doch nie drauf geachtet. Na, Gott sei Dank muss ich das nicht spielen. Dann kombinieren wir mal. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Leichenexplosion. Hm. Das wollte sie doch haben. Gut. So, müsste er jetzt in der Tasche haben. Da ist es, ganz Leichenexplosion, ziehe ich mir Gut. gleich mal so raus, dann sehe ich es. Gut. Okay. Noch irgendwas? Nö, glaub nicht. Was ist das da rechts? Ja, da kannst du hoch, da ist so ein Haufen. Von Eine verwesende Leiche. Ja, ist aber ziemlich leer. Leer, völlig leer. Nix. Doch, hier ist ein Schädel. Oh, wem Warum mein nimmst Schädel? Du den Schädel nicht mit, Mensch? Wir sammeln Schädel. Ja. Manchmal kann man Schädel brauchen. Ja. Was haben wir hier? Fluffy. Hallo, Fluffy. Fluffy, wo ist Fluffy? Ach, da ist Fluffy. Fluffy ist ein weißes Kaninchen oder was? Sieht so weiß aus. Hallo, Fluffy. I'm a rabbit. Ich bin ein Häschen. Oh, ich dachte, du bist ein Kaninchen. Ja. Du bist zwischen Hase und Kaninchen, weißt du? Was jetzt? Macht ein Kaninchen. Fragen, bist ob du es jetzt nicht Hase ein meint. Kaninchen Hier, oder fragen, ein Häschen? Ob es nicht Hase meint, würde ich jetzt ja. sagen. Swassen, Wabbit. Fluffy, das Kaninchen, na schön. So, was machst du jetzt hier allein so? Ja. Fluffy beantwortet nicht alle Fragen auf einmal. Man muss hinterher nee. Wissen. Was macht Was? Ein Kaninchen so allein im Wald? Nothing much. Gambling, munching. Generally been a rabbit. Eben ja, gut. ein Häschen. Gut. Na gut, wenn du darauf bestehst. Was haben wir hier? Magister Inquisitor. Magister Ritter. Magister Waldläufer. Können Sie ja mal fragen, was die hier machen, ne? Magisters. Magister. Your powers of observation astonish me. ja, ne? Finde ich auch. Ja, doch. Ist doch erstaunlich, diese Beobachtungsgabe. Was machen die denn hier? She gives you a steady look that tells you she's not in charge. And neither are you. Aha. Hä? Hm. Ah. Und der andere? Die verstecken sich hier. Ja. Aber der auch. Magister Ritter. Come quietly, sorcerer. Best you leave the building, stranger. We have sorcerer trouble. We're trying to talk her down without a fight. It's not going well. Huh? Ich bin auf Seiten der Quellenmagier. Klar. Ein Quellenmagier? Hier? Oh, Wunder, oh, staune. Ja. A sorceress, as it happens. A master of portals. And a oh. lizard, too. She seems unable to escape. Thank the divine. But we can't get close enough to bring her down. Ja, also ich weiß ja nicht. Ich bin auf jeden Fall auf Seiten der Quellenmagier. We expect a Voidwoken attack here too, at any moment. That, or worse. Blöde Frage, ja? Hm. Ja, was mit ihnen sehen, ich werde mit. Also weiß ich. Wir lassen ihn mal in Ruhe. Wir lassen ihn in Ruhe. Try to stay clear as you leave. She'll lash out at anyone who gets too close. You again? We have a goddamn sorcerer up there and you're getting in the way. Hey, ich sag dir fortgehen. Ja, wir gehen mal. Ja. Ich würde auf jeden Fall. Boah, sieht mächtig aus. Erstmal speichern. Oh, hier ist einiges los. Wer ist das? Oh. Hanna. Hey, da müssen wir doch sowieso hin. Mit der müssen wir auf jeden Fall reden.
dann müssen wir mal ein bisschen einen kleinen Umweg laufen. Ich würde sagen, einen ziemlich großen Umweg. Manches Hanak vielleicht sein. Ich meine, ein Quellenmagier ist nicht gut, nur weil er ein Quellenmagier ist. Da gibt es hier eine Stimme. Wir laufen mal hier oben rum. Mal sehen, ob wir da oben hinkommen, ohne nasse Füße zu kriegen. Ich ackert da ganz schön rum. Aber ich glaube, wir haben uns doch ziemlich... Da kommen wir nicht rum. Verrannt, sozusagen. Es war nichts mit diesem Weitläufigen im Laufen. Muss wohl die andere Seite nehmen. Ja. Oder wir müssen noch ein bisschen weiter drum rum. Können wir auch machen. Magister Inquisitor, da liegt schon mal tot dort rum. Da ist er auch schon gewütet. Wer läuft denn da rum? Was ist denn das? Nix wie weg hier. Was ist denn das? Schon wieder so eine Vogelscheuche. Nix wie weg. Weg. Hier. Wir haben Angst vor Vogelscheuchen. Jetzt haben wir Angst vor Vogelscheuchen. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Vogelscheuche ist, aber auf jeden Fall unangenehm. Aus wie Veredler und ist ein Veredler. Ja. Ist das nicht schön? So, mal sehen, wie man hier an Hanak rankommt. Hanak ist sowieso beschäftigt. Keine Zeit für uns. Hier kommen wir ran. Mal gucken, wie kommt man hier hin? Erst speichern. So. Dann. Jetzt laufen sie wieder zurück. Ja, weil sie da nicht hochkommen. Da geht's nicht hin. Da kommt man nicht zu Hanak. Ich weiß, an deiner Stelle würde ich das... Ja, ich bremse sie sofort, wenn sie blödsinnige Sachen machen. Na ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Jetzt gehst du da durch. Aber vielleicht tut es uns ja auch nichts. Weil wir Freunde sind. Du musst nur auf Laura aufpassen. Vergiss es. Laura ist tot. Bestie ist tot, Laura ist tot. Ja, Bestie ist das auch war tot. Eine blöde Idee. Ja. Ich weiß nicht, warum du da... Das traue ich mich nicht. You don't look like a magister. Nee. Jetzt geh weg, ich muss neu laden. Natürlich musst du neu laden. Ey! Das war keine gute Idee, das war die Faulheit, die da frei hinzuschicken. Ja, das war meine Faulheit. Ja, ich. Wisst ihr, aus Faulheit kann wird sofort mit dem Tode von Gefährten bestraft. Das war nicht gut. Nein, jetzt mach mal. Unser Vogel hat gerade seine Zustimmung gegeben, sozusagen. Recht hast du. So, also, das war keine gute Idee. Hier ist der Klosterwald, hier ist Hanak. Du musst das ganz weiträumig umlaufen. Ja, wir müssen das ganz weiträumig. Die haben sich wohl den kürzesten Weg hier gesucht. Das tun sie wohl immer. Da ist ein Bär, oder? Was? Zwei Bären. Bär im Ziel, Doppel-E. Hallo, ihr Bärchen. Das sind aber komische Bären. Ich mag Bären. Keine mit Ä, sondern mit E. Ja. So, nicht so da kommen sie ja nicht vorbei. Begleite sie, dann geh halt weit. Mach ein weites... Nee, wir müssen auf der anderen Seite rum. Wir kommen hier gar nicht an sie ran. Na gut, dann geh auf die andere Seite. Wegpunkt entdeckt. Gleich rechts von uns. Da. Wie komme ich denn da hin? Ja, du kommst da nur hin, wenn du da hinkommst. Ist er. Ich meine, wenn wir da aber wenn wir die Sache alle auf die Reihe gekriegt haben. Da gar nicht ran. Erst dann, oder da über die Treppe. Aber da, wie kommen wir jetzt an die Treppe? Weit umlaufen. Okay, geht mal dahin. So, aber schön brav. Hier geht's runter. Ja. Guck mal, da ist eine Kiste. Und eine Schwarzwurzelpflanze, nicht die Pflanze. Ja. Die brauchen wir doch unbedingt. Ja. Und wo ist hier eine Kiste? Na da.
Da ist auf der Karte, auf der Minimap ist eine Kiste. Ach so, ja. Da ist wieder eine von den... Ja, Liams vor. Liams. Na. Da ja, ist eine von den vier Helden, ja, ne? Ja, aber die ist leer, die haben wir schon entdeckt gehabt. Oh, wie haben wir die schon geplündert? So nah waren wir schon mal. Schade, ja, offensichtlich. So, und irgendwo habe ich hier eine Treppe gesehen. Oh Mann, wo ist jetzt wieder die Treppe? Das ist ja schlimm, ist das hier. Ich hätte mich nicht ablenken lassen aber sollen. Aber pass auf, dass du nicht falsch läufst. Ruhe. Aber. Ja, ja, bisher sind wir noch richtig gut. Ja, wir sind gut auf Kurs. Kannst du mal zwischenspeichern, bevor du wieder tot bist? Ja, ja. Ich meine, die macht auch keine Gefangenen hier. Nö. Die Figur, die da kämpft. Da ist die. Ja, so kommt kommen wir da aber denn auch hier nicht ran. Vermutlich nicht Nein, zurecht, kommst du nicht durch, glaube ich. Nee. Geh wieder runter. Hier kommen wir auch nicht ran, Mann. Geh wieder runter. Ja, langsam. Darf ich mich hier vielleicht mal umgucken? Ja, klar, von der Vogelperspektive. Mal gucken, dass wir, ob wir hier rankommen. Ja, musst gucken. Ja, ja, sieht ganz gut aus bisher. Ja. Sollten wir links nicht ins Feuer laufen, ja, es ja. geht. Ja, ja. Was ist das? Ein verbrannter Magister. Hier ist Lava. Nee, ja. Durch Lava kann man, nicht. Darf man Na, nicht. Nicht laufen. Das hält keiner aus und Lava kann man auch nicht ausmachen. Dann geh wieder zurück. Ah, langsam. Oder du kannst ja Telekinese machen. Hier rüber laufen. Ja, vielleicht auch. Man kann. Scharf an der Lava vorbei. Flora auch. Na, also. Hier, schön weit außen drumrum. Zwischendurch immer mal speichern. Ja. Da kommt man ja auch nicht rum. Nein, du musst weiter, noch weiter. Wo wir jetzt eigentlich ihr im Rücken stehen. Du hättest ja besser die Magister alle gemacht. Schließlich sind es unsere Feinde. Und dann wärst du geradewegs... Okay, überrede. Mit der Friedensfahne. Das ist, wird mir jetzt echt langsam zu blöd. Ich meine, Magister sind ja nicht gerade die, die wir... Die hat sich ja gut eingeegelt, ja? Nix drin. So. Wo sind die Magister? Auf der anderen Seite. Da ist ja. einer. Also ich meine jetzt hier auf der anderen Seite von der Mauer. Ja. Ja. Wenn sie sich. Da können sie nicht runterklettern, oder doch? Können sie? Nee, können sie nicht. Sie können raufklettern. Ja, ja, sie könnte hier runter. Aber Aha. will sie das? Nö, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Sie will eher runterschießen, ne? Geh mal dahin. Es geht. Wir sind da. Wir können in den Rücken schießen. Ja. Sie kann ihn treffen, das ist gut. Und die drei gehen eine Etage tiefer. Da. Sagt er. Ja. Petrella. Erstmal speichern und Petrella eröffnet. Oh, der hat gut Punkte, ja. Stufe 13. Ja. Er hat physische Rüstung. Dann. Nehmen wir. Schockpfeil ist vielleicht nicht abgewehrt verkehrt. Durch magische Rüstung. Er hat keine magische. Ach, er hat nur physische? Oh ja, ich sehe. Er hat recht. Nur physische. Ja, da deswegen, oben, ich sehe schon. Nehme ich so, das, dann kannst du ja niederschlagen. Dann ist machst gut. Nee, das ist aber abgewehrt durch physische Rüstung und er hat ja nur physische. Ah, ja, ja, ja. Danke.
Immer ja. Feuerfrei. Die sind immer gut. Nimm die Sache selbst in die Hände, dann tu das. Oh, pass hier. Hier ist einer. Da. Pass auf. Da ist ein roter. Sind ganz viele rote, nämlich. Drei. Ja. Also, ich habe drei gesehen. Eins, zwei, drei. Drei. Mehr sehe ich gewusst, dass das so jetzt erstmal nicht. Gut. So. Fein. Physische. Der hat keine physische. Der hat magische. Und Reichweite ist natürlich nicht so weit. Nein. Wie weit kann er springen? Er könnte bis hierhin springen. Das ist schon mal ganz gut. I'll yield to none. So. Weit entfernt. Das. Muss ich das jetzt verstehen? Weiß ich nicht, aber er ist auch... Naja. Ah, 2 Meter. Ja, alles klar. So, der hat nur magische. Das heißt, das... Abgewehrt durch magische Rüstung. Nicht. Ja, das bringt's nicht. Aber das hier... Ja. Physische Rüstung. Dann verpasst man dem mal die Motten. Nee, das bringt nicht viel. Nö, nö, nö. Mach Pause. Verstärkt. Ja. Halt doch ruhig, der zappelt ständig naja, hier rum. Jetzt war so erstmal dran. Mann. Das war Treller. Mhm. Ja. Der hat. Ah ja, er hat sich jetzt eine physische Rüstung gebaut. Das ist egal, dann kann sie ja. Er hat ja physische und magische. Hier, der. Hat auch physische und magische. Der hat jetzt auch beides. Aha. Ja. Ist egal. Gut, das ist nicht in Fall, Ordnung. Wie du meinst. Ja, naja, die müssen wir jetzt erstmal wieder runter machen. Ja, klar. Und 300 ist gar nicht so wenig. Nee, dann nehmen wir lieber die magische runter, die ist schon schwächer. Dann. Ja. Naja, die ist abgewehrt durch. Da könntest du auch die physische natürlich. Abgewehrt durch magische Rüstung. Er hat weniger magische wie physisch. Na gut. Hier, 185 magisch, 300 physisch. Also mache ich doch lieber die magische runter. Ja, wie du willst. Ja. Jetzt hat er noch 50. Ja, aber ich glaube, mit Gift hätte er wahrscheinlich, wäre er wahrscheinlich ausgeliefert gewesen, weil er da die physische Rüstung... Er hat doch über 300 physische. Ach, gut. Da brauche ich doch ewig, bis ich die runter habe. Mhm. Da gehe ich doch lieber auf die magische. Ja. Schlagen zurück. Warum auch nicht? Ach, ist der von da drüben rübergekommen? Lass mal gucken. Nö, nee, der eine da. Ja, kann ja, sein. Ja, ja, der ist hier. Der rüber. Verstärkt die auf jeden Fall. Der ist jetzt hier. Mhm. Bestie. Was ist mit Fane? Der hatte so ein Kreuz. Ah ja, er regeneriert. Halt Lebenskraft. Ja, ja, das heißt, er leidet. Ja, natürlich, ich weiß. Regeneration auf den Untoten. Das ist bei ihm ja das Gegenteil. Ist nicht gut. Sieht man ja. Sag mal. Ich finde meine Leute nicht mehr. Das ist da. Fane. Du bist da oben. Du hast dich so oft umgedreht, bis du selbst nicht mehr findest. Ach, aber der hier. Prinz ist noch gar nicht runter. Nee. Aber der ist nicht dran. Nee, der kommt Bestie gar nicht dran. Bestie ist dran. Der kommt schon dran, aber er ist nicht Bestie ist... Bestie ist oben.
Vor dem Prinzen steht Bestien. Ach, da ist er noch. Ja, man sollte schon wissen, wo seine Leute sind. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Der ist immer so verdeckt. Oder so, wie auch immer. Er ist ja eigentlich kein Fernkämpfer, oder? Bestie. Wie weit geht die? Oder die geht so weit? Jo. Ja, schön. Aha, nicht übel, ja, es stimmt, er ist ja ein Magier. Da kann er ja auch Fernkampf. Prepare yourself. Können blockiert durch magische Rüstung. Ja, ja, klar, die müssen wir ja runterkriegen. Die haben gut Rüstung. So. Prinz. Vielversprechend. 560, 618, 680. Ja, wie weit kommt er damit? Sehr allzu weit. Oh ja, dahin kann er. Dann macht er das auch. Glory is mine. So. Wie kann er da nicht mehr? Nee, es war klar. Da verstärkt er sich erstmal. So. So, der arme Fee muss leiden. Jetzt das hat ist er nicht gut. Immerhin 613. Feen, ja. Wie sieht der hier aus? 79 und 16. Ach, lass ihn mal ein bisschen. Außer Sichtweite. Dann geh mal ein Stückchen vor. Dann kannst du ihn auch sehen. Durch magische Rüstung. Ja, ja, aber... Er kriegt ja immer was. Aber jetzt hat er schon abgekriegt, weil die magische Rüstung jetzt weg ist. Okay. So, nein, physische. Dann... Einer... Ja... Geh mal dahin... Und mach diesen. So. Schön. Gut gemacht. Den Treller. Der hat kein... Der hat kein, kein Magisch mehr. Der hat kein Füß. Der hat Nummer 300. Der geht als erster weg. Ja, dann mach ihn. Hättest nicht ein bisschen besser machen können? Das war ein kritischer Treffer, das hat sie jetzt. Der wird es nämlich versucht abzuhauen, nicht was? Schießt es auf sie? Ja. Ja, ja. Das. So, Bestie. Geh mal runter. Unser kleiner Dicker sieht noch ganz gut aus. So, was machen wir mit dem hier? Der hat keine magische mehr. Halt. Kommen noch physische. Muss ich physische weg? Keine. Ja, das ist nicht schlecht. Den kriegt er nicht wegen dieser blöden Stufe. Immer diese Stufen. Das ist zwar nicht zu verstehen, aber... Warum? Im wahren Leben bist du doch auch manchmal voll...
Ja, ja, er ist ja auch kurz. Das, bei ihm lasse ich mir das noch einreden. So, was kann er machen? Er kann gar nicht viel machen, er kann die Schnecke machen. Eine Schnecke ist nie verkehrt. Ja, mach das Schnecke. Komm, mach Schneckerl hier ins Feuer, hier hin. So. Gut. Na dann, puste den mal an. Und Schneckerl. Da ist auch gleich eine vor der Schnecke. Ja, ja. Den alle. Also, sorgt dafür, dass er ein bisschen kleiner wird, als er schon ist. So. So. Sieht ja ganz schön klein. Jetzt kommt der Herr Ritter noch mal dran. Der haut noch mal auf den Prinzen. Ja, wollte jetzt die Feuerschnecke verkrüppeln. Ist jetzt auch verkrüppelt, ist egal. Ui, oh. Hauptsache nicht der Prinz. Der Prinz kann ihn alle machen, dann ist der weg. Der Prinz braucht nur mal ein bisschen draufklopfen. Tu das. Die 79. Wir gehen auf Nummer sicher. So. Gut, da muss es sowieso aus da dem Feuer raus. Mhm. Aber ja, mehr wie rausgehen kann es sowieso nicht mehr. So, Feen. Ja, es ist sowieso nur mehr eine da. Ja, sag ich doch, nur eine. Diese Frauen. 0 und 11, also da ist völlig wurscht, der ist so gut wie völlig runter, Ziel ist blockiert. Ja, da kommst du nicht durch. Da ist ja, was davor. Ja, das Ziel ist blockiert, das stimmt. Tja, aber Fate, da wärst du wohl. Ungültiges Ziel. Kommt er hier? Ja, er kommt mit 0 Punkten sogar bis dahin. Dann wird er ein bisschen. Dann kann er ja nochmal brennen. Kann er oh, noch der mal? Brennt ja gar nicht. Das ist ja erstaunlich. Naja, sollte besser auch nicht brennen. Sieht nicht mal so richtig gut aus. Gut gemacht. Die schießt immer auf. Ja, die schießt immer auf Petrella. Aber Petrella rächt sich gleich. Ja, nur sie muss ein bisschen gehen. Sie kann auch. Sieht ihr auch nicht so richtig, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie die treffen kann. Weg ist unterbrochen, dachte ich mir. Ist auch wahr. Muss aber jetzt nicht übernehmen. Braucht sie 2 Punkte. Keine Ahnung. Tja, dann... Das kostet nur 1 Punkt. Jetzt müsste sie eigentlich treffen. Ja, klar. Okay. Ist unterbrochen. Ja, dachte ich mir schon, dass es ein bisschen unglücklich ist, da hinten zu springen. Aber was soll's. Bis sie schießen kann. Ja, das geht. Gut. Dran schön zäh. Ja, aber guck mal. Wo ist sie denn? Ja, sie ist sie. Da ist sie. Sie hat kaum noch was. Sie hat noch 27 Punkte. Bestie. Zu weit entfernt. Na gut, dann gehen wir ein Stückchen ran. Er wird sie sowieso nicht treffen können, weil es unterbrochen ist. Ja, locker. Jetzt. So, und jetzt ist der Weg wahrscheinlich wieder unterbrochen. Natürlich, das ist klar. Das kann man schon so sehen. Ja. Das ist. Da ist der Prinz ist viel näher, als wenn du den jetzt noch 1000 Mal rumjagst. Ja. Ja. Lass den Prinzen sein Geschäft erledigen. Kann man sich ja nicht mit angucken, die Arme. Geh mal da hin. Ist ja wurscht. So. Kann er noch was machen? Nein, Ben. Prinz, komm, mach sie kaputt. So. Stufenaufstieg haben wir. Schön. Jetzt sind wir auf einem Level mit den Magistern. Das heißt, diese 3 grünen Punkte, dass wir da... Was? Diese an der Seite haben die 3 grünen Punkte. Da ist einmal der Pfeil ja, nach oben. Hier.
Ja, die zeigen an, was sie kriegen. Ah, da kriegen wir jetzt mal eine besondere Sache. Wir kriegen 3 Punkte und wir kriegen hier wieder ein. Das ist natürlich sehr schön. Müssen wir uns aber richtig gut überlegen. Ja, das müssen wir uns ganz gut überlegen. Wir machen sowieso den Schluss, weil wir schon lange die Zeit überschritten haben. Hier und sind dann natürlich werden noch ein wir nächstes paar, Mal mit der Hanna sprechen. Noch ein paar Pfeile. Was sind das Rote eigentlich? Was die roten auf, Fahnen, die sammeln wir noch ein. Ja, gut. Das ist Hanak. Ach so, das ist Hanak. Hanak ist... Okay. Magister Ritter. Nee. Magister Ritter. Was das? Ist das? Nee. Hanak ist das. Ja, da ist Hanak und da ist der Sprungpunkt. Und da ist auch noch ein Magister Ritter. Ja, keine Ahnung, was mit dem Besonderes ist. Auf jeden Fall das werden wir nächstes Mal erkunden. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.